Wanderfreunde. Ja, wir stehen jetzt hier wieder an der Kreuzung vom Mühlenweg. Wir machen heute den Teil 2. Wir kommen gerade von Arnsberg. Das sind 3 Kilometer zum Laufen. Den Weg zeige ich euch jetzt mal kurz. Und da sind wir jetzt gekommen, diesen beschwerlichen Weg im Berg hinauf. Und da haben wir jetzt einen ersten Blick ins Altmühltal. Und irgendwo da hinten, wo die Felsen sind, da waren wir das letzte Mal gewesen. Da ist nochmal Schloss Arnsberg. Und da geht unser Weg weiter. Und jetzt würde ich sagen, jetzt marschieren wir los. Höhle gibt es heute auch noch. Durch Schambachtal werden wir noch gehen. Und da sind wir auch mal gespannt. Heute ist es auch nicht so warm. Hoffentlich haben wir nicht so ein Fliegenproblem auch wie letztes Mal. Na, dann schauen wir mal. Weil da sind wir letztes Mal hier rausgekommen. Da sind wir dann nach Arnsberg gelaufen. Und da beginnt jetzt unser nächster Weg. Das sind circa jetzt 11 Kilometer. Das, wo wir jetzt hier laufen, das ist übrigens die Fortführung des Husarensteigs.
jetzt geht es mal ein bisschen wieder durch Gestrüpp durch. Aber das finde ich richtig klasse hier. Der Nachteil ist, dass die ganzen Blätter nass sind. Deswegen werden wir auch ein bisschen nass, aber es ist richtig schön hier gerade. Hat was. Ja, die Dinger dürfen nicht fehlen. Wow. Ja, hier haben wir jetzt so die ersten Sturmschäden von gestern. Gestern hat es ganz schön gehaust bei uns. Das war jetzt eine kleine Kraxelei, weil das Holz auch pitschnass ist, also auch rutschig, aber wir sind heim rübergekommen. Hat aber irgendwie Spaß gemacht. Doch, das macht richtig Gaudi heute. Das ist mal so ein kleiner Ausblick. Ja. Und das ist natürlich auch im Ausblick mittlerweile immer mit dabei, Windkraftanlagen. Vor allem hier in der Altmühltalregion. Da vorne sind wir jetzt aus dem Wald rausgekommen, haben diesen tollen Steig verlassen. Jetzt sind wir hier auf dieser Forststraße kurz entlang. Und dann geht es dann da wieder rauf. Auch nochmal über Forststraße. Schauen wir mal, wohin uns der Weg führt. Beziehungsweise wie lange wir auf dieser Forststraße laufen werden. Also der Baum liegt schon länger da, weil da sogar schon jemand drauf gesprüht hat, wegmachen.
Ja. Da gehen wir jetzt gleich rein. Das scheint die Arndhöhle zu sein. Aber was noch viel wichtiger ist, wir haben da mal eine Bank. Und die werden wir jetzt nutzen. Geht's in die Arndhöhle rein. Und man merkt sofort, dass man in einer Höhle drin ist. Denn es ist gleich richtig schön kühl. Dann schauen wir mal. Machen wir mal die Lichter an. Dann gehen wir mal weiter runter. Dahinter. Da hinten ist Schluss, beziehungsweise ist da noch so ein Kriechgang, aber da gehe ich nicht rein. Ein bisschen ungewöhnlich in einer Höhle Treppen zu haben, aber es ist okay. Da kann man wenigstens vernünftig laufen. So. Da hat man jetzt so einen Felsvorhang, da ist ja schon Feuer gemacht worden, das ist alles schwarz, ein paar Mücken sind hier drin. Man sieht noch ein paar Tropfsteine, aber die sind alle schon kaputt. Dann schauen wir mal, gehen wir mal weiter. Also hier unten ist es mal richtig schön glatt. Also das ist schon irgendwo ein bisschen heftig. Da geht noch irgendwie Kriechgang lang. Da liegt irgendwelches Gerödel. Da machen auch immer mal wieder irgendwelche Leute Feuer. So wie das ausschaut. Hier ist eine Feuerstelle. Ja, es ist nicht schön. Also ich weiß nicht. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Die Leute da in die Höhlen Feuer machen. Aber naja. Aber so schaut es ganz interessant aus eigentlich. Das ist jetzt die untere große Höhle. Da sieht man sogar noch ein bisschen Wasser, wie das von oben runterkommt. Jetzt gehen wir mal hier noch weiter. Also hier liegen lauter Steine am Boden. Lauter Verbruchmaterial und Holz vom Feuer machen. Der ganze Boden ist speckig und glatt. Muss man so aufpassen. Da geht es noch irgendwo hin. Da ist Schluss, so wie es ausschaut. Ja, da hinten ist Schluss. Da ist auch Schluss. Und da geht's wieder raus.
Eine richtig große Höhle. Jetzt machen wir mal das Licht aus. Und es ist komplett dunkel. Schaut, dass der Tropfstein schon so abgekrabbelt ist. Also die Höhle hat uns ziemlich gut gefallen. Na, mal schauen, was noch so kommt. Klasse. Tolle Höhle. Unten kalt, hier oben wieder richtig schön warm. Gehen wir weiter. Da geht es jetzt erstmal lang. Schau mal, wie der Weg so ist. Da hat man noch eine Infotafel über die Arndhöhle. Jetzt haben wir uns mal auch das Schild durchgelesen. Also die Höhle ist 80 Meter tief und hat die Größe einer mittelmäßigen Kirche. Und wir sind jetzt 80 Stufen nach unten gegangen. Das hieß auch wieder 80 Stufen rauf. Das Örtchen, das heißt Attenzell. Aber das lassen wir links liegen und gehen weiter der Fahrstraße entlang. Jetzt nieselt's. Jetzt sind wir gerade von da gekommen. Jetzt haben wir hier was entdeckt, was man nicht oft sieht. Und zwar steht da geschützt: rote Waldameise bitte nicht zerstören. Und die haben praktisch diesen Ameisenhaufen in so ein Netz, sage ich mal, eingebaut. Dass nicht irgendwelche Leute darauf kommen, das kaputt zu machen. Finde ich auch gut so. Das ist die Ringwiese. Wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man es da rumwuseln. Würde ich sagen, lassen wir die Kameraden mal in Ruhe. Die Straße, die man da jetzt hört, da sind wir vorher auch zu unserem Startpunkt gefahren, beziehungsweise müssen wir die jetzt sogar überqueren. Aber das Gute ist, danach geht es gleich wieder in den Wald rein. Da haben wir nochmal so einen Netzkasten, wo die Ameisen drin sind. Schaut zwar irgendwo leer aus. Doch. Ja. Ist noch ein kleiner Ameisenhaufen.
Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Dadurch, dass gestern richtig gestürmt hat, ist jetzt unser Weg da hinten gesperrt. Wir wären jetzt, hätten noch 7 Kilometer durch Schambachtal durch. Es wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, auch schön geworden. Aber die holzen jetzt da hinten ab. Und wir haben jetzt einen anderen Weg, das sind jetzt noch 2,5. Und dann müssen wir jetzt über den Weg wieder komplett dahinter. Super. Ja, die hätten dann auch eine andere Umleitung machen können. Weil eine Umleitung haben die hier überhaupt nicht. Wir haben zum Glück das Navi. Und das Schloss von Arnsberg sieht man zum Glück auch. Weißt du, dass wir in die Richtung müssen? Das wissen wir ja. Schade. Finde ich wirklich beschissen. Keine Umleitung, nix. Ja. Sollten die am Samstag hier rum. Na, herzlichen Dank, die hätten auch bis Montag warten können. Ja, wir sind zurück im Auto. Jetzt haben wir die Tour eigentlich fertig. Also beim ersten Teil, der war auch sehr traumhaft, außer dass wir eine Fliegenplage hatten. Und der zweite Teil war eigentlich auch richtig klasse, nur das abrupte Ende irgendwie schade, aber es war trotzdem herrlich. Bei mir hat es auch sehr gut gefallen. Was mir besonders gut gefallen hat, war die abwechslungsreiche Tour. Also mal Forststraße, dann hast du mal Asphalt, was zwar nicht so schön ist, und dann hast du halt auch wieder mal schöne Steige dabei, und das macht einen guten Wanderweg aus, finde ich, und deswegen war er wirklich toll. Das stimmt. Aber wenn ich ehrlich bin, also komplett die Tour laufen, das sind echt zu viele Kilometer, immer wieder bergauf, bergab. Also so teilen, das ist am besten. Kann ich nur empfehlen. Es sind ja auch nur 3 Kilometer dann zurück zu dem Parkplatz. Von dem Punkt, wo wir gestartet haben oder aufgehört haben. Aber das war's jetzt, und dann sieht man sich bald wieder. Also dann, ciao. Ciao, servus.